Meine Frau sagt, wenn ich mal eine Woche nicht gemalt habe, dann sagt sie, du bist wieder schlecht gelaunt. Du musst wieder ins Atelier gehen. Da hat sie dann auch vollkommen recht. Mein Name ist Jaroslav Drashil. Ich bin Künstler und ich arbeite seit ungefähr 17, 18 Jahren hier in Würzburg. Malen tue ich eigentlich schon seit meiner Kindheit. Ich bin in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Meine Mutter ist eine Malerin und da habe ich vieles von ihr gelernt. Ich bin damals wegen einer Ausbildung zum Maskenbildner hier ans Theater gekommen. Meine Bilder sind große Ölgemälde, meistens ja, großformatige Bilder und so oft eine Mischung zwischen Realismus, Naturalismus und einem abstrakten Raum. Kunst darf alles, nur nicht langweilen. Und das versuche ich auch in meine Arbeit mitzunehmen. Durch kleine Irritationen. Für mich ist wichtig, dass der Betrachter Fragen aufkommen lassen kann. Das Schöne am Motel One, oder die Zusammenarbeit mit Motel One, war, dass ich da freie Hand hatte. Es stand natürlich die Idee im Raum, dass man das Fresko mit in die Arbeit mitnehmen sollte, in meine Gemälde. Das Deckenfresko, was das größte zusammenhängende Gemälde der Welt ist, ist auf jeden Fall ein Wahrzeichen der Stadt Würzburg. Für mich war auch klar, dass ich natürlich nicht eins zu eins irgendwie kopieren möchte. Der konkrete Auftrag war, drei großformatige Ölgemälde für die Lobby, für das neue Hotel in der Innenstadt von Würzburg, in der Altstadt. Dass ich das als meine Arbeit ansehen darf, das ist so ein großes Geschenk für mich. Das macht mich einfach unglaublich glücklich, dass man seine Arbeit so sehr liebt und dass man eigentlich ohne diese Arbeit nicht mehr kann. Das ist eine Leidenschaft, die man so durch den ganzen Tag, durch seinen Alltag mitzieht. Egal wo man ist, man sitzt in einem Café und beobachtet auch mal Leute und wird schon allein dadurch inspiriert, sage ich mal, fürs nächste Bild. Ich glaube, wenn man so weit ist, dann kann man auch gar nicht mehr anders und muss einfach dann noch malen.